Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wir haben immer noch Verkehrsprobleme. Wir haben hier zwar schon Zuglinien mal vorab angesetzt, aber natürlich funktioniert das alles nicht so, wie wir es haben wollen. Deswegen habe ich schon ein paar Pläne ausgeheckt, die wir machen sollten. Hier ist die Überlegung, das hier auszutauschen gegen eine normale Straße. Sozusagen, dass die das hier anders sehen. Das hier kommt eindeutig weg. Und ja, ich habe mir eine zweite Karte im Grunde gemacht, wo ich das alles mal getestet habe. Um zu schauen, wo hier der Hase begraben liegt im Grunde. Um solche Sachen jetzt hier rauszufinden und euch ein bisschen Suchzeit im Grunde zu ersparen. Jetzt geht es nicht so. Zack. Dann ist der Verkehr nicht hier schon mal out, weg. Jetzt sollte sich das hier wenigstens schon mal ändern. Dann haben wir nicht schon mal die Stadt hier bereinigt. Jetzt haben wir noch das große Problem hier hinten, dass es sich staut wäre. Was ich aber auch nochmal mache, ist hier hinten bei dem Autobahnkreuz. Oder wir machen es einfach so. Zack. Setzen wir den ein bisschen nach hinten. Den setzen wir ein bisschen nach unten. Ja, das wird schon irgendwie klappen. Hier so drüber muss das ja bloß so. Das ganze Straßensystem noch ein bisschen um. Zack. Bedeutet, Sie können rein theoretisch jetzt hier wieder die Umdrehfunktion nutzen. Wir müssen hier schauen, dass sozusagen dieser Traffic hier sich jetzt immer wieder in Grenzen hält. So, was hier hinten meine Idee war, eines der großen Probleme ist, dass sozusagen die Autos von hier nach da wieder wollen. Bedeutet, wieso nicht die Straße hier nehmen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Die hier. Wir bauen jetzt mal noch bis hier vorne durch. Hier haben wir die kleine einspurige. Die setzen wir auch bis nach da hinten. Dann ist das sozusagen der nächste Kreislauf. Und jetzt ziehen wir hier die Autobahn bis nach unten. Leute, das ist eine Dreispur gewesen. Eine ganz easy peasy Dreispur. Die ziehen wir jetzt mal bis hier. Zack. Und hier kommt jetzt sozusagen der Anschluss hin an die Autobahn. Jetzt überlegen, wie macht man das jetzt hier am schlauesten, weil es ist ja nur eine normale Straße. Also auf jeden Fall hier so. Hier so. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir die sozusagen hier auch jeweils so hinsetzen würden. Und wenn wir den einen einfach oben drüber sich ziehen lassen. So, zweimal nach oben. Einmal drüber und einmal hier angeschlossen. So. Der andere marschiert halt anstatt nach oben. Nach unten. Und dann drehen wir das Ganze einfach eiskalt um. So. Dann kommen hier schon mal die Ampeln weg. Dann müssen wir denen jetzt hier sagen, wie sie fahren dürfen. Weil die dürfen nur so.
Du darfst so und so. Und ihr hier so. Also sozusagen, da fahren sie drauf, da fahren sie runter. Hier fahren sie auch wieder drauf. Hier fahren sie runter. Ihr fahrt hier so lang. So. Dann haben wir das nächste angeschlossene Autobahnkreuz. Das sollte, wenn die jetzt es dann nach einer Zeit realisieren, vor allem weil sie, ich weiß ja nicht, was sie da vorhaben, aber irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz. Leute, ihr habt hier ein Rechtsfahrgebot auf der einen Seite. Sagen wir denen halt, dass die hier nach hier abbiegen müssen und hier müssen sie nach dort abbiegen. Um den Verkehr hier nicht zu stoppen. So. Jetzt tun sich die ganzen Autos hier mal in Beulen. Und fahren eh schon ein paar Schlauer auch geradeaus weiter. Und fahren hier auf die Autobahn jetzt auf. Weil dadurch ist natürlich jetzt hier die Belastung runter. Die können hier jetzt ganz easy auf die Autobahn auffahren. Und joinen natürlich dann hier wiederum in den aktuellen Stau rein. Ja, der ist natürlich immer noch präsent. Aber wir haben schon mal diese starke Belastung dieses Kreuzes hier entfernt. Um halt nachher hoffentlich auch wieder das hier öffnen zu können. Weil, aha ja, hier ist wieder ein Stauproblem. Ihr fahrt bitte hier alle geradeaus weiter. So. Weil hoffentlich sollte dadurch unser Stauproblem auch sich auflösen nach einer Zeit. Weil immerhin fließt ja hier jetzt der Verkehr auch. Also teilweise steht er noch ein bisschen, aber das können wir im Grunde lösen, indem wir immer hier sagen, wir geben ihm hier jetzt fürs Erste eine Vorlane. Und geben hier, jetzt gehen wir hier wieder in die Normalansicht, eine Double Lane. Dann lässt sich dies auch, Entschuldigung, dann lässt sich dies hier auch ordentlich teilen. Und hier sieht man auch wieder, wo hier sich der Stau zum Beispiel. Dadurch, dass sie hier sagen, jo, ich will aber hier schön einlenken. Das wollen die nicht hier auch schon. Macht es nicht hier immer. Ihr habt später eh jedes Recht, aber warum macht ihr das dann ausgerechnet da? So. Warum staut sich jetzt hier wieder? Jetzt geben wir den hier halt noch die Regeln, dass sie hier so joinen sollen, dass sie hier drauf kommen. Die sich hier einmal verengt. Obwohl wir natürlich hier rein theoretisch auch sagen können, yo, wir tun hier dem sagen, der soll sich hier zwischendurch eh enger werden, so. Und dann würde das ja eh passen, wie die sich hier joinen. Wenn wir denen hier die Regeln vorlesen. Zack, und dann sollte sich dieser Stau auch so ganz gemächlich auflösen, wenn er nicht mehr existieren kann. Das Problem ist halt, was für Massen hier gerade rauskommen wollen. Und das macht das Ganze dezent schwer. Also man sieht ja, wie das sich staut. Das ist ja der Wahnsinn. Alter, wie kann das hier so ein Stau sein? Wo kommen denn die ganzen LKWs? Alter, die stehen hier. Also wir sind hier hinten schon mal ein bisschen Teil weg, aber es hängt halt alles noch. Die fahren jetzt hier vor. Aber warum nimmt jetzt keiner zum Beispiel die äußerste Spur?
Vielleicht sollten wir dem hier auch wieder sagen, dass sie wirklich nicht wechseln dürfen. Vielleicht sind sie dann so schlau und wechseln davor. Und wie gesagt, dafür bräuchte ich jetzt echt immer noch einen Schnellknopf, damit ich das hier machen kann. Das ist die Straße drunter. Dann haben wir noch hier die Straße. Und dann joinen die ja eh schon wieder. So. Hier kriegt ihr auch nochmal die Bestätigung, wie ihr zu fahren habt. So und so. Hier vorne, da geht's. Jetzt kommen sie nicht auf die Idee. Ach, wir könnten ja wechseln. Auf die Idee kommt ihr bitte schon verdammt nochmal früher. Nicht erst 10 Sekunden, bevor ihr da seid und so. Ach, ja, wir könnten ja jetzt nochmal wechseln. So. Die Autobahn, ja, jetzt... Ja, weil die halt dauernd wechseln wollen, die Hayopais. Und jetzt staut sich's hier, weil... Weil... Oh, wo wollen denn die alle hin? Die wollen alle hier raus. Um was zu schaffen? Wir können jetzt mal hier wieder zum Beispiel den Anschluss auch machen. Dass die Zweier sich an die Autobahn hier anschließt. Ist das eine Zweier? Das ist eine Zweier-Autobahn. Ah, die hat hier noch ein dementsprechendes Upgrade. Hier irgendwo wird es zu einer... Warte mal, tun die mal hier wirklich alles. Dann wird es hier genauso wie dort der Punkt, wo einmal umfahren werden kann quasi. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schaut dann nicht so elegant aus. Aber scheiß drauf. Das soll jetzt nicht unbedingt das Eleganteste sein, aber es soll halt diese Wände noch ermöglichen, die sie haben wollen. Und, was geht denn jetzt ab mit meinem Handy? Auf einmal rockt hier das Ding. Irgendwelche E-Mails von Amazon und halt... Snaps. So. Dann haben wir so... Oh, hier ist irgendwas falsch gelaufen an der Autobahn. Warte mal. Das Stück geht in die falsche Richtung. Ahahaha. So. Jetzt haben wir es. Jetzt können die nicht wieder in die Stadt auch von so rein, notfalls. Was jetzt ja nicht unbedingt das Schlechteste ist. Mal, ihr habt hier eine ganz simple Reihenfolge. Du gehst nach hier und du gehst nach hier. Ist doch nicht so schwer, oder? Perfekt. Verkehr scheint jetzt nicht unbedingt so das große Problem zu sein. Außer, dass hier jemand mal wieder eine Ampel eingeführt hat. Hier steht schon wieder ein Verkehr. Wieso? Ach, weil das hier hinten direkt auf die Dingzimmer führt. Und weil die hier wieder wenden? Och, nee, oder? Haben die Ärsche nicht, oder? Haben sie nicht. Nein, haben sie nicht. Bitte nicht. Oh, nein. Die haben sich echt schon wieder hier eine Abkürzung eingebaut. So, weg damit. So, das ist jetzt ein guter Grund, hier nochmal Industrie was anderes halt einzubauen. So. Warum wollen die hier immer wenden? Das ist halt so eine Sache, die ich überhaupt nicht so verstehe.
Weil zack, mache ich es einmal auf, sieht man schon wieder, was passiert. Also erstmal müssen wir natürlich hier wieder anpassen, was das eigentlich ist. Das ist eine dreispurige Autobahn. Warum klingelt mein Handy die ganze Zeit? So. Problem ist, die stehen auf einmal alle hier. Ah. Ja. Das ist natürlich so ein dezentes Problem, das wir dementsprechend beheben sollten, indem wir das hier vielleicht hier direkt anschließen. Dann hier daraus direkt eine Dreispur mal bauen. So. Und dann sehe ich das hoffentlich hier so ein bisschen entspannt, indem wir hier daraus nochmal jetzt Doppelspur machen mit Noise-Cancelern. Also sagen wir mal, die dürfen sich entscheiden zwischen den zwei Spuren, während diese sich zwischen den zwei Spuren entscheiden müssen. Und hier ist genau geregelt, wer wohin fährt. Und dazwischen wird nicht mehr gewechselt dann. So. Weil dann gibt es ja auch keine unbedingten Entscheidungsprobleme mehr oder irgendwas derart, sondern die laufen nur noch. Was hoffentlich einige Stauprobleme lösen könnte. Warum rollen die so langsam? Können wir Geschwindigkeitsbegrenzungen schauen? Ja, können wir. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!